Tatort U-Bahn-Station. Gleich zweimal innerhalb weniger Wochen haben junge Männer hier in Berlin Verbrechen begangen. Die Spuren der letzten Tat sind noch deutlich sichtbar. Auf dieser Bank schlief der obdachlose Mann, als er angezündet wurde. Eine Überwachungskamera, die direkt darüber angebracht ist, hält alles fest. Auch als die Täter mit einer U-Bahn fliehen, werden sie aufgenommen. Das Video wird veröffentlicht und sorgt für einen schnellen Fahndungserfolg. Innerhalb weniger Stunden stellen sich 6 der Männer, der 7. wird festgenommen. Sie sollen syrischer und libyscher Herkunft sein, zwischen 15 und 21 Jahre alt. All das heizt die Debatte um mehr Videoüberwachung an. Ich finde, dass generell die Videoüberwachung etwas mehr ausgebaut werden sollte. Also ich fühle mich dadurch eher überwacht, weil ich auch nicht denke, dass das besonders, also dass das effizient oder sinnvoll als Schutz ist. Ich bin da auch zwiegespalten. Auf der einen Seite möchte ich nicht, dass ich ständig überall überwacht bin. Auf der anderen Seite denke ich, wenn es dazu führt, dass solche Straftaten aufgeklärt werden, macht es schon Sinn. Viele hier in Berlin machen sich Sorgen um die Sicherheit, haben das Gefühl, dass Gewalttaten wie die in der U-Bahn zugenommen haben. Die Fakten aber sprechen eine andere Sprache. Wir haben hier es eben mit subjektiver Sicherheit zu tun. Es besteht eine gewisse Unruhe, Besorgnis. Und wenn wir uns aber eben die Zahlen anschauen der angezeigten Straftaten, so können wir feststellen, dass Raubtaten, Körperverletzungstaten zurückgehen. Klar ist auch, Taten verhindern können Sicherheitskameras nicht. Dass der von den Tätern angezündete Mann keine Verletzungen erlitten hat, hat er vor allem einer Tatsache zu verdanken, dass die Menschen, die die Tat beobachtet haben, Zivilcourage zeigten und ihm sofort halfen.